Sie feier ha Punkt, in dem man muss gucken, dat déich ass derscheet vun de Klären lären. Am schenken nur bei der physischer Sicherheit, den Achse, an sowohl für lo zu gucken, dass keine unbefugte Person rankommen, weil wenn er es den ersten da hier etwas gewiesen hat, dann ist es eben auch, dass die physische Sicherheit muss garantiert sein, neben der informatischen anderen. Der zweite ist, dass man muss klären lernen, immer bei einem Stand tun, wo man wirklich um letzten Stand sind von der Wissenschaft, sowohl was Rückstand von Medikamenten, Plastik und anderen Sachen angeht. Und dann muss man auch gucken, dass dann Kontrolle von der Kläranlage, von dem Wasser, wer das eine Kläranlage kennt, natürlich garantiert ist. Den zweiten Volumen ist den vom Equipment vom CGDIS, vom Rettungsdienst, CGDIS, also ein bisschen eine komische Nummer. Wir müssen einfach gucken, dass auch die Verwaltung so ausgerüstet ist, dass all chemisch oder biologisch Pollution kann bekämpft gehen. Und das beschränkt sich nicht nur auf das Wasser, wie nur den aktuellen Zwischenfall gewiesen hat. Wir müssen einfach gucken, dass die Verwaltung, die für Reise und zentraler Wichtigkeit ist, wirklich optimal ausgerüstet wird. Das dritte, das ist die Bewältigung der Folgen von einer Pollution. Wir müssen gucken, ob wir den Inventar von unserem Wasser lebt, so gemacht haben, dass wir können intervenieren, wie den ursprünglichen Zustand so sehr, also integral wie möglich, um herzustellen. Das bedenkt natürlich eine wissenschaftliche Aberstung von all unserem Wasserleben, und auch, dass man als Möglichkeiten gehen, da wo es Probleme gibt, für das eben so sehr wie möglich, um herzustellen, wie es wäre. Das ist ein Defi, nur eine Pollution, ich meine, das muss man auch an einem kleinen Land packen. Und das feiert, das sind die Budgetärmittel. Wir haben an der Ökonomie eine Theorie, die man sollten heirem mehr bedenken, weil auch an der, am Umweltschutz sind Ressourcen natürlich begrenzt. Und wir haben eine Reihe von wichtigen Schutzbaustellen, die wir da wollen betreiben. Das ist der Schutz von der Atmosphäre, dass wir kein Polluant da dran haben. Das andere ist der Schutz vom Wasser, der Schutz vom Boden. Und wir müssen uns auch am Umweltschutz vorstellen, wo ist die Utilität marginal von denen suchen, die wir haben. Und die sind nun einmal beschränkt am größten. Und ich meine, dass wir am Wasserschutz mit relativ wenigen Mitteln par rapport zu anderen Ausgaben einen großen Avantage können rausschlagen. Und dafür ist es eigentlich wichtig, dass wir auch da genau gucken, wie wir zu ihnen ausgehen. Ich so nicht mehr.